Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Yu-Gi-Oh! Duel Links Contents in Zusammenarbeit mit Konami an der Stelle. Shoutouts an Konami. Vielen lieben Dank für diese wundervolle Gelegenheit, die mir wieder gestattet wird zum Release von Yu-Gi-Oh! Reigns in Duel Links. Ja, wir haben nämlich jetzt eine neue Welt und bezüglich dieser neuen Welt oder hinsichtlich dieser neuen Welt werde ich jetzt in den kommenden Tagen eine kleine Videoreihe mit euch gemeinsam starten, wo ich immer wieder auf einige Dinge verweise, die jetzt mit dem neuen Reigns Update neu dazugekommen sind. Grundsätzlich lohnt es sich aktuell mehr denn je in Yu-Gi-Oh! Duel Links sich einzuloggen, denn eine neue Welt wurde hinzugefügt und ja, es läuft aktuell ein Event bis zum 28. Februar 2023, was ihr also unbedingt mitnehmen solltet. Das Event geht noch satte 4 Monate. 4 Monate habt ihr also Zeit, um euch anzumelden. Und es gibt für diesen Zeitraum, wenn ihr euch anmeldet, einige richtig, richtig, richtig fette Goodies. Unter anderem 1000 Edelsteine. Die ist man ja schon aus der Vergangenheit von den ganzen Weltreleases gewohnt. Aber das war es natürlich noch nicht. Es gibt noch mehr. Es gibt für jeden, der sich in der Zeit anmeldet, einen Codiersprecher. Eine der neuen Linkkarten, die jetzt auch mit Reigns dazugekommen sind. Linkkarten sind eine neue Art von Karten, die aus dem Extra-Deck beschworen werden können. Wie diese ganze Mechanik funktioniert, da gehen wir in einem späteren Video auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer ein. Falls ihr also hinsichtlich dieses Themas auch nochmal selber ein bisschen Hilfe braucht und euch jetzt ohnehin nicht einfindet, kein Problem, darum kümmern wir uns jetzt auch. Heute geht es lediglich darum, was ihr jetzt mit dem neuen Update überhaupt bekommt. Es gibt den Codiersprecher im Prismatic Foil für jeden, der sich anmeldet. Dieser benötigt 2 Effektmonster, um beschworen zu werden, was also erstmal sehr generisch ist. Heißt also, ihr könnt den in wirklich jedem Deck eigentlich auch spielen. Ja, das ist ja das Tolle an Link-Monstern, dass man die dann halt, wenn sie ja jetzt nicht irgendwie gebunden sind an irgendeinen Kartentyp, dass man hier zum Beispiel 2 Blauäugig-Monster brauchen würde, dass man sie dann halt wirklich auch in jedem Deck spielen kann. Weil 2 Effektmonster spielt letzten Endes eigentlich schon jedes Deck. Und diese Karte erhält auch nochmal 500 Attack für jedes Monster, auf das sie zeigt. Also es ist definitiv ein Monster, was generisch ist, überall gespielt werden kann. Es gibt den Cyber-Zauberer in einem prismatischen Look. Für jeden, der sich anmeldet, auch eine Karte, die dann halt in diesem neuen Cybers-Archetype gespielt werden kann. Also, ja, warum denn nicht, kann man definitiv mitnehmen. Und natürlich auch nochmal eine prismatische Sicherungssekretärin, bei der ich mir sogar sicher bin, im Vergleich zum Cybers-Zauberer, dass sie in jedem Cybers-Deck gespielt wird. Denn, falls wir ein Cybers-Monster kontrollieren, können wir diese Karte als Spezialbeschwörung von unserer Hand beschwören. Also wirklich ein sehr, 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 sehr guter Effekt, vor allen Dingen jetzt hinsichtlich der neuen Link-Mechanik. Ansonsten kriegt jeder, der sich anmeldet, auch nochmal ein Fähigkeiten-Ticket. Fähigkeiten-Ticket geben den Spielern nochmal die Möglichkeit, dann auch nochmal sich eine Fähigkeit auszusuchen, um ja, sich ein bisschen Farmen zu ersparen. Jeder weiß, wie frustrierend es manchmal sein kann, wenn man nicht die Fähigkeit hat, die man eigentlich haben möchte und man diese sich erstmal mühevoll farmen muss. Dafür gibt es jetzt ein Fähigkeiten-Ticket, heißt also Schlag zu. Und es gibt noch so ein Charakter-Freischaltungsticket, mit dem ihr auch nochmal Charaktere freischalten könnt, ohne dass ihr die vorher farmen müsst, ja. Ihr könnt dadurch teilweise, glaube ich, auch Event-Charaktere freischalten, die aus vergangenen Events noch nicht freigeschaltet worden sind, was so viel bedeutet wie, wenn ihr jetzt anfangt mit Yu-Gi-Oh! Duel Links, ja, könnt ihr euch einen Charakter aussuchen und eigentlich direkt loslegen. Ihr habt auch noch ein Fähigkeit-Ticket, ja, beste Voraussetzung, um wie gesagt anzufangen, beziehungsweise auch wieder zurückzukommen. Ne? Also zurückkehrende Spieler sind natürlich auch immer wieder in Duel Links gerne gesehen. Ansonsten gibt es nochmal auch Kartenhüllen im Yugi und Playmaker Eye-Style. Finde ich persönlich sehr schick. Ich würde die auch auf jeden Fall selber benutzen und die Spielmatte ist umso schöner. Schade, dass ich hier jetzt nicht drehen kann, sodass ich jetzt meinen Kopf hier so ein bisschen zur Seite drehen muss. Aber an sich ist auch die Playmat hier wirklich sehr, 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 sehr schick. Mit einer der besten, die bisher jedem gegeben worden sind. Hier steht noch ein bisschen was zur Charakterfreischaltung. Wir können jeden der vergangenen Eventcharaktere freischalten, die bereits am Tor erschienen sind, sowie solche, die am Tor erscheinen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Also eigentlich fast jeden Charakter,
den könnt ihr damit freischalten. Es gibt noch Bonusstempel, falls ihr euch nämlich in diesem Zeitraum auch mehrfach anmeldet, und zwar bis zu 6 Tagen am Stück, wie ihr hier wunderbar seht, gibt es auch nochmal andere Sachen. Ihr könnt zum Beispiel ein UR-Ticket prismatisch bekommen, was erstmal nicht so spektakulär ist, aber spektakulärer wird es dann halt am zweiten Tag. Es gibt nämlich ein UR-Traumticket, glänzend sogar, mit dem ihr euch jede UR-Karte freischalten könnt, ohne dass ihr sie irgendwie mühselig aus einer Boosterbox oder auch einem Structure Deck EX ziehen müsst. Heißt also für euch, ihr könnt hier wunderbar euer Deck nochmal mit einer passenden Karte ergänzen, die vielleicht sogar nicht nur in dieses Deck reinpasst, sondern allgemein stark ist. Mir würde da spontan zum Beispiel der mystische Raumtaifun einfallen, mir würde vielleicht auch nochmal der Kosmozyklon einfallen, also eine Menge Karten, die potenziell in Frage kämen. Oder falls ihr euer Blue-Eyes-Deck verbessern wollt, warum denn nicht einen weißen Stein der Uralten? Würde theoretisch auch wunderbar funktionieren. Oder halt auch irgendeine Karte, die den Dark Magician Archetype nochmal ein bisschen verstärkt. Alternativ gibt es am dritten Tag nochmal ein SR-Ticket, auch wieder prismatisch. Und besonders spannend wird es auch wieder an Tag 4, denn dann gibt es ein SR-Traumticket. Heißt also auch hier wieder eine Super Rare frei nach Wahl. Einzige Voraussetzung bei den Traumtickets ist, es dürften keine Karten sein, die in den vergangenen 3 Monaten rausgekommen sind. Das ist so immer die Faustregel. Aber alles, was älter oder über diese 3 Monate hinausgeht, ist über diese Traumtickets holbar. Ja, und am Tag 5 gibt es nochmal ein UR-Ticket, genauso wie an Tag 6 ein SR-Ticket, falls ihr da noch irgendwas in die Richtung benötigt. Und das soll es auch eigentlich mit dem Video gewesen sein. Es gibt, wie gesagt, eine Menge Sachen, die ihr euch freischalten könnt. Was auch nochmal eine nette Aktion ist, ist, dass diese Karten, wie gesagt, auch nochmal 4 Monate erhältlich sind. Ja, 4 Monate habt ihr Zeit, um euch anzumelden. Also wer sich da jetzt nicht anmeldet und vorher schon Duel Links gespielt hat oder jetzt mal Lust hat, in Duel Links einzusteigen, der ist selbst schuld. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Liebe Grüße auch an der Stelle an Konami, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, hier dieses Video mit denen in Zusammenarbeit zu machen. Man sieht sich bis zu den nächsten Yu-Gi-Oh! Reigns Videos, die hier auf dem Kanal noch erscheinen werden. Bis dann. Tüdülü. Macht's gut.